Super, vielen Dank. Schönen Dank, Professor von Herrmann, und danke, Boris, für die Einführung. Es soll heute Abend um den Begriff der Varietät von W. Ross Ashby gehen. Dabei gehe ich in drei historisch aufeinander aufbauenden Schritten vor. Ich fange an mit einer kybernetischen Vorgeschichte, ausgehend von Norbert Wiener. Dann bespreche ich Theorien, Gedanken und Maschinen von Ross Ashby. Und schließe dann ab mit einer Besprechung der anhaltenden Relevanz des Varietätsbegriffs und gehe noch auf ein paar diesbezügliche offene Fragen ein. Diese Themen, die ich gerade umrissen habe, die lassen sich nicht in einer Stunde oder in anderthalb Stunden erschöpfend behandeln. Deshalb gehe ich da sehr schnell drüber. Wenn es dann noch detailliertere Fragen gibt, dann machen wir das hinterher am besten in den Fragen. Oder wenn Sie wollen, können Sie mich hinterher auch zu bestimmten Einzelfragen gerne kontaktieren. Hier ist meine Adresse. Es geht, wie schon angedeutet, um die Beziehung kybernetischer Ideen zu Maschinen. Und bei den Ideen möchte ich Ross Ashby und seinen Kollegen keine Worte in den Mund legen. Deshalb werde ich viel an Textmaterial heranziehen. Und das meiste davon ist auf Englisch. Ja, da möchte ich mich im Vorhinein schon bei Ihnen bedanken, dass Sie da mitmachen. Das wird einiges sein. Und außerdem möchte ich Sie vorweg warnen, wenn Sie Zauberkunststücke mögen und wenn Sie nicht gerne möchten, dass man Ihnen Zaubertricks verrät, dann müssen wir aufpassen, weil ich werde im Laufe des Vortrags eine Black Box weißen und damit möglicherweise entzaubern. Ja, dann, wenn das passiert, dann werde ich Sie vorher warnen und dann können Sie sich überlegen, ob Sie den Saal verlassen wollen. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das machen soll. Okay. Auch noch zwei Danksagungen an André Cretu von der Ohio State University und meinen Masterstudenten Hendrik Chung. Die haben mir beim Basteln geholfen und ohne die hätte ich nicht bauen können, was ich heute Abend zeige. Die sind da ganz maßgeblich dran mit beteiligt gewesen. Also zur kybernetischen Vorgeschichte. Ich möchte anfangen bei Norbert Wiener. Norbert Wiener hat 1936 einen Gastaufenthalt an der Tsinghua University in Peking gehabt und in der Zeit einen Artikel veröffentlicht, den ich als einen Vorläufer der Kybernetik zweiter Ordnung sehe. Der Titel des Artikels ist The Role of the Observer und darin argumentiert Wiener, dass wir an unserem Beobachten aktiv teilnehmen und er setzt das sogleich um und beschreibt seine Selbstbeobachtung, seiner eigenen Praxis als Mathematiker. Und hier habe ich jetzt mal einen Ausschnitt aus diesem Artikel, den werde ich jetzt nicht im Detail vorlesen, aber was er darin beschreibt, ist, wie er auf der Suche nach mathematischen Hilfsfunktionen beispielsweise intuitiv vorgeht in einem Prozess von Trial and Error, wo Dinge vielleicht hier passen und da nicht und er sich zurückgreifend auf Erfahrung vortastet, bis er eine gute Passung seiner mathematischen Funktionen findet. Und das ist ein Prozess, der im kybernetischen Sinne, sehr interessant, nicht wirklich zielorientiert ist. Es ist eine Navigation, wo er nicht wirklich weiß, wo es hingeht, aber es ist zirkulär kausal. Da ist Feedback nicht explizit, aber implizit präsent. Und er reflektiert, wie gesagt, auf seine eigene Praxis. Das habe ich jetzt gegenübergestellt zwei Fotos, ich glaube, die waren im Life-Magazine seinerzeit und das zeigt Norbert Wiener mit einem Roboter, den er mit Kollegen am MIT gebaut haben. Der heißt Palomila und das ist ein selbstnavigierendes Gefährt, das sich an Lichtquellen orientiert. Dieses Bild wird immer wieder gezeigt, wenn es um Norbert Wiener geht und ich glaube, das ist ein sehr missverstandenes Bild und ein sehr missverstandenes Projekt. Und zwar dahingehend, dass es erscheint als eine technische Entwicklung und im Prinzip als eine Art Vorreiter für automatisierte Systeme wie Roomba-Roboter, selbstfahrende Google-Autos und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass es Norbert Wiener um diese Dinge primär ging. Er war ja eine der warnenden Stimmen, die uns vor der Automatisierung gewarnt hat und vor den gesellschaftlichen Folgen von Automatisierung. Ich denke nicht, dass es hier um Automatisierung in einem utilitaristischen Sinne geht. Ich denke, dass es hier um einen ersten Schritt geht
diesen Suchprozess, diesen epistemologischen, diesen Erkenntnisprozess von Trial and Error und Navigation in Abwesenheit eines definierten Ziels zu versinnbildlichen in einer Maschine, um das teilbar, diskutierbar zu machen und sozusagen ein Conversation Piece herzustellen, in dem sich Norbert Wieners Selbsterfahrung seines epistemischen Prozesses verdinglicht. Wie Sie sicherlich alle wissen, hat Wiener dann 1948 sein wichtiges Buch Cybernetics rausgebracht. Und als zweiten Teil meiner kybernetischen Vorgeschichte möchte ich hier auf eine Fußnote im Vorwort des Buches verweisen. Ich übersetze das jetzt mal, was er da schreibt. Ich habe leider die deutsche Übersetzung nicht gefunden, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob die deutsche Übersetzung jetzt sachdienlich wäre. Ich verwende die Begriffe Blackbox und Whitebox als zweckdienliche, bildhafte Ausdrücke, deren Gebrauch nicht genau bestimmt ist. Unter einer Blackbox verstehe ich eine Apparatur wie etwa eine Vierpolschaltung mit zwei Inputs und zwei Outputs. Wir wissen, sie vollführt eine definierte Funktion auf Basis gegebener und vergangener Inputspannungen, kennen diese Funktion und die innere Struktur der Schaltung aber nicht notwendigerweise. Eine Whitebox hingegen ist ein ähnliches Netzwerk, deren Transferfunktion, ja, die Funktion, mit der Inputs zu Outputs übersetzt werden, aber für die ist ein Plan konstruiert auf der Seite des Beobachters und damit eine Möglichkeit der Vorhersage des Verhaltens gegeben. Auch hier zieht Wiener also ein Gerät heran, um Erkenntnisprozesse zu verbildlichen. Und auf diesen Begriff der Blackbox werden wir immer wieder zu sprechen kommen im Laufe dieses Vortrags, weil das eine zentrale Inspiration für Ross Ashby geworden. Also nochmal, um das ganz klar zu machen, wir benutzen den Begriff der Blackbox heute sehr frei im Sinne des Behaviorismus, wird Kognition als Blackbox zwischen Stimulus und Response verstanden. In der Luftfahrttechnik haben wir Geräte, die Oszillationen dämpfen und so weiter, den Piloten Arbeit abnehmen, ohne dass sie verstehen müssen, was denn in diesen Boxen passiert. Das wird auch Blackbox genannt und Flugschreiber werden auch als Blackbox bezeichnet, obwohl sie meistens orange sind. Darum geht es hier nicht. Es geht um Beobachtungsgegenstände, die an sich nicht verstanden werden zunächst und für die wir mentale Erklärungsmodelle konstruieren müssen unter der Bedingung, dass wir zunächst erstmal nicht unterscheiden können, was ist Kausalität und was ist Zufall in der Auseinandersetzung mit diesem Gegenstand. Und um das zu illustrieren, habe ich hier Schimmelkulturen aus dem Kontext der Arbeit von Fleming und der Entdeckung des Penicillins, wo eine zunächst nicht verstandene Blackbox kausal erklärt und dann theoretisch ausformuliert wird. Um diese Art von epistemologischem Prozess und Erkenntnistheorie geht es hier, wenn ich im weiteren Verlauf von Blackboxes spreche. Und nicht jede Blackbox ist erklärbar und manche Blackboxes sind entwickelt mit dem Ziel, unerklärbar zu bleiben. Damit komme ich zum dritten Schritt in dieser Vorgeschichte. Das ist die Enigma-Schlüsselmaschine. Das ist ein Apparat, der darauf ausgelegt ist, Außenstehenden unerklärbar und nicht vorhersehbar zu sein. Das Gerät kennen sicherlich die meisten. Es gibt Input auf einem Tastenfeld, es gibt Output auf einem Lampenfeld. Und wenn Sie eine Taste drücken, dann erscheint ein anderer Buchstabe und damit ist ein Teil einer Nachricht verschlüsselt. Auf einem Steckerbrett können Buchstaben paarweise ausgetauscht werden. Und das, was diese Maschine sehr schwer zu knacken macht, ist ein Satz von Rotoren. Der sitzt hier oben. Das sieht im Detail so aus, wenn man den Deckel aufmacht. Und da drin sitzen diese Rotoren. Wenn man diesen Rotor öffnet, dann sehen wir haben irreguläre Verdrahtungen darin. Das heißt, ein Buchstabe wird gedrückt und dann geht auf der einen Seite haben wir 26 Input-Kontakte. Das geht hier rein, wird dann irregulär sozusagen vermischt, kommt auf der anderen Seite raus in einer Kaskade von drei Rotoren, reflektiert und geht wieder zurück. Dann leuchtet eine Lampe auf und das ist dann immer nicht der Buchstabe, der gedrückt wurde. Was hier jetzt wichtig zu verstehen ist, mit Hinblick auf den weiteren Verlauf meiner Präsentation, ein Tastendruck auf diesem Gerät hat zwei Funktionen. Er ist ein Input, der einen Output hervorruft. Ja, ich drücke eine Taste, ein Buchstabe leuchtet aus. Beim Loslassen der Taste
das ist eine mechanische Funktion im Gerät, werden die Rotoren weiter bewegt in ihrer Rotationsposition. Am meisten dreht sich der rechte Rotor. Wenn der einmal seine 26 Positionen, die mit den 26 Buchstaben des Alphabets korrespondieren, eine komplette Runde gemacht hat, dann dreht sich der zweite Rotor mit und das funktioniert so wie ein mechanischer Kilometerzähler im Auto. In anderen Worten, ein Tastendruck triggert einen Output und im Anschluss daran verändert der Tastendruck den internen Maschinenzustand, führt eine neue Verdrahtung herbei und damit einen neuen Schlüssel in der Verschlüsselung, die sich damit ständig verändert mit jedem Tastendruck. Dieses Bild der Rotationsverschaltung, das kommt jetzt immer wieder im Laufe meines Vortrags. Ich habe hier einen sogenannten Drehwähler. Das ist ein Schaltgerät, mit dem sich elektromechanisch verschiedene Kontaktbänke aufeinander schalten lassen. Das ist ein Drehwähler, der kommt aus dem Colossus-Computer, mit dem in Bletchley Park die Lorenz-Verschlüsselung aus dem Deutschen Reich entschlüsselt worden ist. Das ist ein Beispiel für ein frühes elektromechanisches Gerät, das durch Rotationsverschaltung sucht nach Mustern. Es gab bereits in den 1910ern ein Gerät, das hieß Totalisator. Das ist eine Anwendung gewesen im Pferderennen und im Hunderennen in Australien, in England. Das hat auch diese Drehwähler benutzt, um Additionen bei der Verarbeitung von Wetten herzustellen und numerische Displays anzusteuern. Das war sozusagen ein früher Vorläufer des Computers, der auch dieses Bauteil benutzt hat. Außerdem gab es dann Verschlüsselungsmaschinen in Japan, die auch diese Drehwähler benutzt haben. Und natürlich, wie Sie vielleicht wissen, ganz wichtige Anwendung ist automatische Verbindungsaufbau im Telefon, ja, wenn das Fräulein vom Amt ersetzt wurde durch automatische WLAN-Anlagen. Das wurde alles mit dieser Art komplexem Schalter auf Rotationsbasis erledigt. Und damit wird Varietät hergestellt in den Beispielen, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme. Und damit sind wir schon bei Ross Ashby angekommen. Und Ross Ashby war, keine große Überraschung, inspiriert von Norbert Wiener. Ashby hatte zunächst Zoologie und dann Medizin studiert, ist dann Psychologe geworden, hat 1947 bis 1959 in einer Psychiatrie in England gearbeitet und nebenher gebastelt und geforscht und geschrieben an der Kybernetik. Und er ist dann 1960 an das BCL von Heinz von Förster in die USA gegangen, wo die Kybernetik zweite Ordnung maßgeblich entwickelt worden ist und da hat er dann mitgemacht für 10 Jahre, bis, ich glaube, 1970 das BCL geschlossen worden ist. Eine der wunderbaren Eigenschaften von Ashby ist, dass er seit seinem Highschool-Alter hat er ein Tagebuch geführt bis zu seinem Tod und das ist komplett erhalten und digitalisiert von seinem Enkelsohn Mick Ashby, der jetzt hier in Deutschland lebt und das ist alles online und das ist eine ganz tolle Ressource, die Entwicklung seiner Gedanken nachzuvollziehen und ich habe einen Eintrag gefunden, wo er darüber berichtet, dass er 1951 Wiener bei einem Besuch in England begegnet ist. Ich hatte ein ganztägiges Treffen mit Norbert Wiener und es war informal und es waren nur etwa 15 Leute dort, ausgesucht aus Bristol University und Oxford. Ganz erfolgreich aus meiner Sicht. Die Diskussion war hauptsächlich zwischen Wiener, Gray Walter, einem anderen wichtigen britischen Kybernetiker und mir. Und es ging hauptsächlich darum, dass wir festgestellt haben, wie eng unsere Standpunkte doch miteinander verwandt sind. Und dann 2 Tage später schreibt er, die Frage, die wir hauptsächlich diskutiert haben am Samstag, war, was Wiener das Problem der Black Box bezeichnet. Er hat das am MIT untersucht anhand einer Box mit unbekannten elektrischen Inhalt, der Inputs eingegeben werden und es kann nur beobachtet werden, was an Output kommt, mit dem Ziel zu schlussfolgern, was denn wohl der elektrische Inhalt ist und wie man ihn reproduzieren könnte. Das ist jetzt sozusagen ein direktes Testament dieser Inspiration von Wiener zu Ashby. Ashby hatte natürlich zu diesem Zeitpunkt Wieners Buch bereits gelesen. Und in dem wichtigen Buch von Ashby, An Introduction to Cybernetics, entwickelt er dann die Black Box
ganz detailliert und er sagt hier, das Problem der Blackbox kommt aus dem Bereich der Elektrik. Der Ingenieur bekommt eine verschlossene Box, die hat Anschlüsse für Input und man kann da beliebige Spannungen, Stromstöße und Störgrößen anbringen und an den Output-Anschlüssen kann man dann schauen, was passiert und es gilt jetzt herauszufinden, was sich in der Box befindet. Obwohl dieses Problem an sich rein elektrisch ist, ist es doch weitaus breiter anwendbar. Der Psychologe, der einen Patienten mit einem Gehirnschaden untersucht und einem Sprachverlust, der könnte zum Beispiel versuchen, wie verschiedene Tests und Sprache beobachtet werden könnten und daraus könnte man ableiten, was sich jetzt im Lernprozess oder im Spracherwerb an Mechanismen dahinter verbergen. Und jetzt stellt er ein paar Schlüsselfragen, die ihn daran interessieren. Wie sollte ein Experimentierender oder eine Experimentierende vorgehen vis-à-vis einer Blackbox? Welche Eigenschaften des Inhalts der Blackbox sind entdeckbar und welche sind fundamental nicht zu entdecken? Und welche Methoden sollte man anwenden, wenn man eine Blackbox untersucht? Gut, das ist jetzt sozusagen das Präludium. Eine kurze Seitenbemerkung jetzt. Ich springe jetzt 8 Jahre in die Zukunft, nur um Ihnen eine Seite in Ashbys Tagebuch zu zeigen, das sozusagen seinen Ethos im Maschinenbau zeigt. Das ist ganz wichtig. Es geht hier um eine Maschine, die ist mehr oder weniger in der Obskurität verloren. Ashby hat sie wohl selbst als nicht sehr erfolgreich erachtet. Die heißt Dispersive and Multistable System oder DAMS. Ist nicht weiter relevant für meinen Vortrag, aber im Vorlauf zum Bau dieser Maschine schreibt Ashby in seinem Tagebuch, warum sollte ich so ein Ding nicht mal bauen? Nicht zum Experimentieren oder zum Erklären, sondern rein zur Demonstration. Die Maschine wird nichts beweisen, das wird anderswo getan, mit anderen Mitteln. Ich will sagen, dass das, ich werde sagen, was ist, und dann wird die Maschine es tun, sodass ein Nebenstehender dann sagen kann, ja, jetzt sehe ich, was du meinst. Ja, das ist ein Ethos des Maschinenbaus, der nicht utilitaristisch ist, sondern genau das umsetzt, was ich vorhin Wiener unterstellt habe. Die Idee, Geräte zu bauen, um zu verdinglichen, was einem an Theorie vorschwebt. Zusammenfassung, Gerätebau für die Demonstration. Machines for showing. Und jetzt gehe ich wieder zurück in die frühen 50er Jahre. Nachdem ich hier explizit gefunden habe, was ich diesen Kybernetikern unterstelle. Und jetzt schauen wir uns mal an, was Ashby für Geräte gebaut hat. Das erste Gerät, über das ich sprechen möchte, das heißt tatsächlich Black Box. Offensichtlich, es sind 2 Boxen, aber ganz klar inspiriert von Norbert Wiener. Und ihm schwebt dieses Gerät vor als Formulierung einer Umwelt für ein künstliches Gehirn. Ja, er hat später ein anderes Gerät gebaut, auf das ich gleich zu sprechen komme, den Homöostaten. Den versteht er als ein Modell für ein Gehirn. Und damit das Gehirn etwas zu tun hat, braucht es, denkt Ashby zu dieser Zeit, braucht es eine Umwelt. So, und dann baut er dieses Gerät, 2 Aluminiumkisten. Und wir haben 4 Inputs, 4 Outputs, ein Steckbrett und eine Variation interner Zustände, die verändert werden kann durch Rotation mittels einer Kurbel. Das beschreibt er hier auch und dann sagt er sogar, das erforderte einen Schalter mit 4 Kontakten wie eine Windmühle, den habe ich selber gebaut. Ja, da ist sozusagen auch ein Element zur Permutation von elektrischen Verschaltungen, das er hier einsetzt. Und ich sehe eine gewisse Minimalisierung, aber in der Funktion eine Isomorphie zur Enigma-Maschine. Und das ist nicht notwendigerweise überraschend, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Ashby und Turing, der ja am Knacken der Enigma-Maschine maßgeblich beteiligt war in Bletchley Park, dass die in einem engen Austausch miteinander waren im Ratio Club, das war ein Dinner Club von Kybernetikern in England und hier haben wir Ross Ashby und da vorne sitzt Alan Turing und
Ich stelle mir das so vor, dass die sich über dieses Gerät unterhalten haben. Turing durfte über vieles nicht reden, was er in Bletchley Park gemacht hat, aber die Enigma-Maschine, das war öffentliches Wissen und ich denke, das kann kein Zufall sein, wie die Struktur dieser Maschine der Enigma-Maschine entspricht. So sieht das Gerät aus und ja, es ist eine sehr schwer vorhersehbare Maschine. Es gehen, wie gesagt, 4 binäre Inputs rein und es kommen irgendwelche vierfach binären Muster raus. Und jetzt stellt sich die Frage, wie soll man die Beziehung einer solchen Umwelt zu einem künstlichen Gehirn konzeptionalisieren? Wie geht man das an? Und da kommt jetzt der entscheidende Sprung. Ashby entwickelt für diese Konzeptionalisierung den Begriff der Varietät. Und Varietät ist einfach zu verstehen als die Anzahl von Zuständen, die ein System annehmen kann oder ein Subsystem. Und die Motivation, die bringt er selbst auf den Punkt in seinem Tagebuch, wo er schreibt, ich will weg von der Shannonschen Methode der Entropie und der statistischen Erfassung unendlich langer Nachrichten. Ich will etwas, das ich zählen kann. I want something I can count. Ja, das ist ein quantitatives Maß für die Anzahl von Zuständen, die Systeme annehmen können. Ja, als Beispiele habe ich Ihnen jetzt hier mal einen Schalter, der hat 2 Zustände, ja, dementsprechend eine Varietät von 2. Ein Spielwürfel hat eine Varietät von 6. Eine Verkehrsampel hat eine Varietät von 4. Ja, es gibt 4 Kombinationen von Lampen. Rot, Rot und Gelb, Grün und Gelb. Und sagen wir, wir haben eine Tastatur mit 75 Tasten. Ashby quantifiziert die Varietät auf 2 verschiedene Art und Weisen. Entweder als natürliche Zahl oder als Logarithmus zur Basis 2, wenn es um binäre Schallzustände geht. Und er sagt, das ist aus dem Kontext zu schließen, welche dieser beiden Maße angemessen ist. Das kann man erklären zum Beispiel am Beispiel der Tastatur. Wenn es Sie interessiert, ob Sie mit der Varietät des Zeichenvorrats auf einer Tastatur den Zeichenvorrat einer natürlichen Sprache abdecken können, dann zählen Sie einfach die Tasten und die Zeichen. Wenn Sie wissen wollen, wie viele Tastenkombinationen Sie auf einem Keyboard herstellen können, dann wird es kombinatorisch und dann ist der Logarithmus zur Basis 2 angebracht. Weiterhin ist zu unterscheiden zwischen der tatsächlichen Varietät und der potenziellen Varietät. Das hat Ashby selbst anhand der Verkehrsampel erklärt. Ja, die 3 Bits, die wir haben, die erlauben 8 verschiedene Schaltkombinationen. Aber in der Anwendung im Verkehr benutzen wir die nicht alle. Wir benutzen nur halb so viele, wie möglich sind. Und diese Differenz zwischen potenzieller Varietät und tatsächlicher Varietät, das ist das sogenannte Constraint. Das korrekte deutsche Wort dafür ist Konstriktion, aber auch nicht wirklich eleganter. So, und damit setzt sich Ashby jetzt auseinander, indem er guckt, was kann man jetzt machen, um Verhältnisse in technischen Systemen zu beschreiben. Und in dem Zusammenhang entwickelt er ein Gesetz, das heißt auf Deutsch Ashby's Gesetz oder Ashby's Gesetz der erforderlichen Varietät, auf Englisch Ashby's Law of Requisite Variety. Und hier heißt es, um effektive Kontrolle zu ermöglichen, muss die Varietät des kontrollierenden Systems mindestens ebenso groß sein wie die Varietät des kontrollierten Systems. Wenn wir als kontrollierendes Element einen Schalter haben und als kontrolliertes Element eine Birne, und die Birne hat 2 Zustände, dann brauchen wir auf der kontrollierenden Seite mindestens ebenso viele Zustände. Ansonsten haben wir keine Möglichkeit, das kontrollierte System effektiv zu kontrollieren. Als Ashby schließlich sein künstliches Gehirn hergestellt hat, brauchte er diese Umwelt, diese Blackbox, die er vorher entwickelt hatte, dafür gar nicht mehr. Das neue Gerät, das er dann hergestellt hat, der Homeostat, der konnte das alles selbst. Der war sowohl Gehirn als auch Umwelt. Der Homeostat besteht ebenfalls wieder aus Aluminiumkisten, 4 an der Zahl diesmal. Und die herausstechende Eigenschaft sind drehbar gelagerte Magnete auf diesen 4
miteinander in Beziehung stehenden Systemen, wobei die Rotation dieser Magnete sozusagen eine Variable, eine Kenngröße des Zustands des Systems ist. Dieser Magnet, der hat eine Elektrode in einem Wasserbad und ist damit ein Potentiometer. An dem Spannungsabfall in der Flüssigkeit wird dann sozusagen ein Signal abgegriffen, an die jeweils anderen drei Kisten weitergegeben, und es stellt sich nun zwischen den dreien eine dynamische Stabilität ein. Das heißt, ein Experimentierender kann da hingehen und kann die manipulieren, und die anderen werden darauf reagieren und in aller Regel dann Durchschnitte herstellen beispielsweise. Es ist am Experimentierenden zu entscheiden, wo die Linie zwischen künstlichem Gehirn und Umwelt vollzogen wird. Und was oft verschwiegen wird bei der Beschreibung dieses Gerätes, ist ein zusätzliches externes Gerät. Ich vermute, dass es das weiße Ding hier unten ist. Dafür gibt es nicht sehr gute Dokumentation. Das ist ein externer Taktgeber. Der ist regulierbar, der gibt einen Takt alle 3 Sekunden oder maximal alle 10 Sekunden. Diese Takte gehen an alle 4 Boxen, werden dort in aller Regel ignoriert, es sei denn, dieses Potentiometer ist in einer ungesund weiten Auslenkung. Ja, je nach Kombination von Widerständen durch diese Schalter gibt es sogenannte Runaway Processes, wo die in extreme Auslenkung gehen, und die Maschine mag das nicht, die muss sich daraus befreien. Wenn sie jetzt diesen Takt bekommt und befindet sich in einer extremen Auslenkung, dann bewegt sich durch diesen Stromstoß in der jeweiligen Kiste ein Drehwähler und wählt neue Zustände aus und versucht sich dadurch in einem neuen Zustand zu stabilisieren. Das heißt, es ist in den 4 Kisten jeweils ein Element von Spontanität, mit der versucht wird, neue Zustände und zu bevorzugende Stabilitäten herzustellen. So viel zu diesen Geräten soweit. Es gab dann eine Konferenz im Jahr 1964, in dem Ashby eine Panel-Diskussion geleitet hat. Und da hat er einen Vortrag gegeben zu Beginn dieser Diskussion. Und da interessiert ihn die Frage, was denn überhaupt prinzipiell berechnet, vorhergesagt, modelliert, beschrieben werden kann. Gibt es prinzipielle Limits dessen, was wir beschreiben und mit Technologie erfassen können? Und darin präsentiert er ein Gedankenexperiment. Er sagt, stellen Sie sich vor, eine Matrix aus 20 mal 20 Lampen. Ganz einfache Matrix, ja, können Sie sich vorstellen wie ein Display. Wesentlich einfacher als das, was wir hier als Display benutzen. Jede Lampe kann entweder an oder aus sein, binär. So, und jetzt sagt er, mit diesen 400 Lampen können wir, weil sie ja binär an oder ausgehen, 2 hoch 400 mögliche Bilder darstellen. Gesamtzustände. Das sind 10 hoch 120. Würden wir jetzt uns die Aufgabe stellen, all diese Bilder nach irgendeinem Kriterium in 2 Gruppen aufzuteilen, dann würde dieses Kriterium aus einem möglichen Vorrat von 10 hoch 10 hoch 120 möglichen Kriterien kommen. Und jetzt sagt er, es gibt nicht genug Atome im Universum, die Nullen zu notieren dieser Zahl. Dabei bezieht er sich auf die Bremermannsche Grenze, die sagt, dass die maximale Anzahl digitaler Bits, die ein hypothetischer Computer mit der Masse der Erde und im Zeitrahmen der Erdgeschichte verarbeiten kann, ist 10 hoch 93. Und Ashby schlussfolgert, everything material stops at 10 to the power of 100. Und das hat konkrete Anwendungen, zum Beispiel im Testen von Software. George Clear hat 1991 diese Ideen aufgegriffen und gesagt, stellen Sie sich vor, dass Sie zum Beispiel ein Programm haben, ein System mit n Variablen, wobei jede dieser Variable k verschiedene Zustände annehmen kann. Wenn Sie das jetzt erschöpfend testen wollen, dann wird dieses Problem transkomputabel, nicht mehr mit irdischen Mitteln berechenbar, wenn diese beiden Werte über 10 hoch 93 hinweggehen. Und das ist der Fall, wenn Sie, sagen wir,
308 Variablen, das ist nicht extrem, 308 Variablen in einem Skript, das Sie schreiben. Und jede dieser Variablen kann nur zwei Zustände annehmen. Wenn Sie versuchen, das erschöpfend zu testen, das ist nicht möglich. Ja, das ist im Sinne von Zeit- und Materieaufwand mit den Mitteln unseres Planeten nicht zu bewerkstelligen. Und daraus schlussfolgert Ashby dann wiederum, dass Systemtheoretiker verstanden werden können als jemand, dessen Ressource unmöglich über 10 hoch 100 hinausgehen. In der Annahme, dass wir hocheffiziente Computer hätten, wo jedes Atom ein Bit repräsentieren könnte. Ja, und Systemtheoretiker sehen sich damit dem Problem ausgesetzt, Prozesse zu beschreiben und zu kontrollieren, die in kombinatorischen Verhältnissen weit über diese Grenzen hinausgehen. Ja, viele unserer Systeme sind weitaus größer als ein Feld von 20 mal 20 Lampen. Was soll man da tun? Wie kann man sowas testen? Systemtheoretiker der Zukunft, schlage ich vor, müssen Experten im Simplifizieren sein. Und in der Tat, wenn wir heute Software testen, dann machen wir das ja nicht erschöpfend in dem Sinne, sondern wir haben Methoden, diese Testprozeduren auf relevante Problematiken zu reduzieren. Ashby selbst simplifiziert jetzt seine Blackbox weiter und das vollzieht sich nach seinem Umzug in die Vereinigten Staaten bei Heinz von Förster am Biological Computer Lab, baut er die sogenannte Ashby-Box. Und das ist jetzt eine radikale Minimalisierung. Es gibt kein Steckerbrett mehr. Es gibt nur noch zwei Inputs in der Form von zwei Schaltern und zwei Outputs in der Form von zwei Lampen. Und wenn die Schalter manipuliert werden, dann verändern sich die Muster, die An-Aus-Muster der Lampen auf eine Art und Weise, die nicht vorhersehbar sind. Jetzt habe ich einen Audioclip von einem Treffen aus dem Jahr 1993, lange nachdem das BCL geschlossen worden ist, ging es in Champaign-Urbana, an der University of Illinois, darum, was machen wir hier mit den vom BCL übrig gebliebenen Geräten? Da haben sich die Archivare der American Society for Cybernetics mit Heinz von Förster getroffen, der ja der Direktor von BCL war, und haben ihn gefragt, was sind denn das für Geräte und wie archivieren wir die und wie können wir für die Nachwelt sozusagen festhalten, worum es denn hier ging. Das war ein Treffen zwischen Frank Galuska, Paul Schröder und Heinz von Förster. Und der Paul Schröder, der hat einen Kassettenrekorder mitgenommen und hat das aufgenommen. Und ich habe jetzt Heinz von Förster, der aus dem Nähkästchen erklärt, worum es denn hier Ashby gegangen ist. Und das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal vorspielen. Und dann schauen wir mal, wie es dann in der Geschichte weitergeht. There are pieces of equipment which has historical meaning. I would know perhaps two or three artifacts which would be worthwhile to contemplate. The one is the Ashby box. Ashby's point, which you wanted to demonstrate with the Ashby box, yeah, is if you have an almost minimal, non-trivial machine, it's analytically impossible to analyze it, analytically impenetrable. And this was the little box with two switches on and off. Each one could have two states, on, off, and two little lamps, which could be on and off. So they had each one two states, and so there are four different possibilities. Both lamps out, both lamps on, one left, one right. Gave it to students, who said, dear Professor Ashby, would like to study with you and things like that, and so Ross Ashby, wonderful. Here I have a little box. Would you please find out what you want the transfer function of this box? That means which positions of the levers would correspond to the positions of the lamps on and off. And the students say, very easy. Thank you very much. I will take it along. It was 35 minutes. But it was a non-trivial machine. You see, the previous position of lamps and switches determined the step of the next position. Mm-hmm. And in with this little tricky step, he raised the possibility not of 16 to, I think, 2 to the 165 possibility. Yeah, I mean, I don't have the numbers in this. But it was analyzed, not analyzed, principally not analyzed.
So when I came to the, you know, I was a midnight lab man. So I came at 12 or 1 or 2 or 2 o'clock, I went home. These poor chaps were sitting around, were making tables and tables and tables. When they switch on this lamp, we go on. The next time they switched on the same thing, the other lamp went on. And it was a crazy thing. And they said, forget it. You can't do it. Go to ask me next day, it can't be done. No, I'm almost there. I'm almost have it already. I can just go on to a step. I said, no, go home, go to bed. Next morning I come at 11, the same guy still sitting is almost there. So I said, this was the SP box, which I thought was a wonderful demonstration element. That this is still not understood. I mean, it is incredible that if you have a path-dependent system, which is depending on its own path, you can't analyze it. It's absolutely impossible. The two steps, two lamps, two switches, you can't crack the code of that machine. There are still people who do psychoanalysis, yeah? And I maintain the psyche has more than two states input and two states output. So forget it. Ich finde das ein ganz wunderbarer Mitschnitt. Auch weil wieder die Idee der Maschine für Demonstrationen erwähnt wird und interessanterweise auch das Codebreaking. Von Förster selbst nimmt sich dieser Maschine dann an und abstrahiert sie weiter. Es ist bereits eine Geschichte von 2 oder 3 Maschinen, die sich immer weiter vereinfacht haben, um ein immer effizienteres Demonstrationsobjekt herzustellen. Heinz von Förster nimmt das nun und macht daraus ein Diagramm. Und er bezeichnet dieses Diagramm als eine, wie es hier auch schon erwähnt worden ist, non-trivial machine. Ja, und hier sehen wir, ist ein Schild auch angebracht an der Ashby Box. Ich glaube, das hat von Förster draufgeklebt, ich weiß es aber nicht. Ashby's Elementary NTM, elementare, nicht-triviale Maschine. Und die nicht-triviale Maschine stellt er der trivialen Maschine gegenüber. Die triviale Maschine hat eine konstante Transferfunktion. Auf denselben Input kommt immer wieder derselbe Output. Die nicht-triviale Maschine hat einen variablen internen Zustand, der sich mit jeder Input-Output-Übersetzung verändert und damit de facto zu einer neuen Maschine wird und damit nicht voraussehbar ist. Und so taucht das immer wieder in vielen Publikationen des BCL und von Heinz von Förster und darauf folgender Literatur auf. Die Geschichte dieses Diagramms kommt aber aus einer Reihe von Maschinen. So, jetzt haben wir die Maschinen auch abgehakt. Jetzt möchte ich mich auseinandersetzen mit der anhaltenden Relevanz des Varietätsbegriffs und der anhaltenden Relevanz dieser Maschinen Ross Ashbys. Nach der Schließung des BCL ist die Ashby Box, ich will nicht sagen in den Besitz übergegangen, aber der Verwahrer der Maschine war Ricardo Uribe, ein chilenischer Neurobiologe und Mitglied des Trios, die das Konzept der Autopoiesis entwickelt haben, zusammen mit Umberto Maturana und Francesco Varela. Er war dann der Verwahrer dieser Maschine. Ich hatte die Möglichkeit, 2007, 2008 ein Buch Uribes über Erziehungstheorie aus dem Spanischen und Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen und dann hat er mir mehrfach die Box zum Spielen gegeben. Übrigens, die andere Person hier im Bild ist Paul Weston, der als Graduate Student am BCL die wohl berühmteste Maschine des BCL, die Numerette, entwickelt hat. Als ich mit diesem Gerät damals gespielt habe und natürlich auch daran gescheitert bin, die vorherzusagen in ihrem Verhalten, habe ich dann gesagt, Ricardo, gib doch mal einen Schraubenzieher, jetzt wollen wir doch mal gucken, was da drin ist. Und dann hat er gesagt, gibt nichts. Da guckt niemand rein, das Gerät öffne nur ich, wenn ich denke, da muss mal ein Tropfen Öl rein. Ja, ich habe das, wenn man da die Schalter umgehört, dann habe ich immer gehört, da passiert irgendwas darin. Das ist offensichtlich was Mechanisches. Aber er hat das gehütet, dieses Geheimnis, und hat gesagt, die Tricks der Magie werden nicht verraten. Und das ist interessant, wenn man sich auch die Geschichte Heinz von Försters anguckt. Heinz von Förster war ja ein Wiener. Und er hat aus seiner Wiener Zeit immer wieder erzählt, wie er ganz früh Interesse an der Magie und an der Zauberkunst gefunden hat. Er war zusammen mit seinem Cousin ein akkreditierter Zauberkünstler. Und das Thema Magie
hat er immer wieder angewandt auf Erkenntnisprozess, Wissenschaft und so weiter. Und in diesem Sinne geht es mit der Ashby-Box um den Schutz eines Wunders. Ja, es ist nicht erklärlich und es ist ein Demonstrationsobjekt, das dadurch Wert hat, dass man eben nicht hineinschauen kann. Laut von Förster und Uribe. Ich will jetzt aber trotzdem mal reinschauen aus der Entfernung. Ich habe das Gerät nicht aufgemacht. Ich weiß im Moment auch nicht, wo das Gerät ist. Ricardo Uribe ist im Mai dieses Jahres verstorben und er hat noch andere Geräte, sehr interessante Geschichten verwahrt und auch entwickelt. Was damit jetzt passiert, weiß ich gerade gar nicht. Aber ich habe mich jetzt gefragt, was könnte denn da wohl drin gewesen sein? Und wenn Sie das nicht wissen wollen, weil Sie das Gerät nicht entzaubert sehen wollen, dann gibt es unten Starbucks, dann können Sie, ja, also wenn Sie hier bleiben, dann nehmen Sie es mir nicht krumm, dass ich da jetzt mal spekuliere, was da vielleicht drin ist. Ja, ob ich recht habe, weiß ich nicht. Und diese Arbeit, die habe ich, wie gesagt, mit meinem Kollegen André Cretu von der American Society for Cybernetics gemacht, den ich am Anfang vorgestellt und dem ich am Anfang gedankt habe. Der hat das ganz maßgeblich mitentwickelt. Der Ausgangspunkt war hier ein Text, den Heinz von Förster Anfang der 90er Jahre zum Anlass des Geburtstags von Niklas Luhmann geschrieben hat. Das ist ein ganz wichtiger Text, in dem er die nicht triviale Maschine vorstellt. Und hier sagt er zunächst einmal, dass es 256 prinzipielle Transferfunktionen geben muss, weil es 4 Input-Zustände und 4 Output-Zustände gibt. Und 4 hoch 4 gibt 256 prinzipielle Transferfunktionen. Und jetzt schreibt er nochmal die Geschichte auf, ja, die er in der Tonaufnahme, die ich Ihnen vorgespielt habe, ein paar Jahre vorher seinen Kollegen erzählt hat. Und hier sagt er dann am Ende, vergiss es, weißt du, wie viele Möglichkeiten es in der Maschine gibt? 10 hoch 126. So, wenn wir jetzt die Zahl 256 nehmen und die Zahl 10 hoch 126, ist die Frage, wie komme ich von der Zahl auf diese Zahl? Wenn ich 256 hoch 52 nehme, dann komme ich ganz nah daran. Das heißt, da ist offensichtlich etwas mit der Zahl 52. Ja, und auf der Basis dessen, was wir über den Homöostaten wissen, kann man davon ausgehen, ja, und ich habe ja dem Gerät auch schon mal zugehört, da ist wohl ein Drehwähler drin. Interessanterweise wurden Drehwähler hergestellt, Fernmeldewesen, für andere Anwendungen, es gab Drehwähler mit 10 Positionen, 20, 30, ja, die sind in 10er Schritten gegangen. Es gab aber auch Drehwähler mit 26 und 52 Positionen. Warum? Habe ich nicht rausgefunden, aber es gibt vielleicht eine Verbindung zum Alphabet. Ja, Enigma-Maschine mit 26 Buchstaben, das englische Alphabet hat 26 Buchstaben. Das ist die naheliegende Vermutung. Ob das der Grund ist, weiß ich nicht. Aber es gibt Drehwähler, die haben 52 verschiedene Positionen. Und das ist ja jetzt schon mal eine heiße Spur. Der Drehwähler ist erfunden worden 1888, patentiert 1891. Und hier haben wir sozusagen ein solches Modell mit 52 Positionen, ja, 26 Stufen. Das Ganze ist verdoppelt. Ich werde jetzt in die mechanischen Details nicht reingehen. Es gibt 2 zueinander 180 Grad verschobene Kontaktfinger, die in 2 Etagen da durchgehen. Deshalb haben wir nur 180 statt 360 Grad und effektiv 52 statt 26 Punkte. Und diese Komponente habe ich zum ersten Mal erwähnt, gefunden in der Literatur, dieses spezielle Modell, C.P. Clair Company in einem Electronics Magazine vom Juli 1949, also 70 Jahre jetzt genau her. Und dann habe ich mal auf eBay geguckt und tatsächlich einen ergattert. Der ist aber sicherlich nicht 70 Jahre alt, der muss ein bisschen jünger sein, weil hier wird beschrieben, dass dieser Hauptkörper, wo die Kontaktbänke drin sind, aus, sagt man auf Deutsch, Bakelit besteht. Das Ding, das ich gekauft habe, hat aber einen neueren Kunststoff. Das heißt, es ist vielleicht 60, 55 Jahre alt. Es ist nicht mehr aus Bakelit. Tolles Gerät, so groß, schwer und
hat Jahrzehnte nichts gemacht. Es ist ein neues Gerät, das ich ergattert habe, ist nie verbaut worden und musste erstmal wieder zum Laufen gebracht werden. Bisschen Öl, ein bisschen Dokumentation lesen und dann habe ich das nach einem Tag hingekriegt und dann lief er. Das ist ganz erstaunlich. Man kennt ja das Schalten aus den mechanischen Telefonen noch. Das ging dann immer so da, 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 da. Die schalten bis zu 60 Mal pro Sekunde. Ja, ich habe dann Raspberry Pi dran gemacht. Da kann man richtig Gas geben. Toll, richtig rabiat, 24 Volt. Und dann kann man mal schauen, was man da machen kann. Erstmal gucken, ob es geht. Stromstöße draufgeben, schaltet gut. Und wenn wir jetzt versuchen, das zu triggern mit Kippschaltern, dann ist das ja schon mal eine ganz interessante Frage. Wie macht man das eigentlich, dass man einen Schalter, den man in beide Richtungen umlegt, dass der einen Stromstoß fabriziert? Da haben wir dann eine kleine Schaltung entwickelt hier, die das macht, braucht zwei Relais, zwei Kondensatoren. Und dann sieht das Ganze so aus. So. Und jetzt muss das Ganze programmiert werden. Und das hat mein Kollege André gemacht. Die Idee hier ist, wir haben zunächst mal 8 Eingänge und dann haben wir 52 Ausgabebänke, das sind eigentlich 26, aber wie ich gesagt habe, die sind verdoppelt. Und was jetzt passiert ist, wir haben eine randomisierte Verschaltung von zwei prinzipiellen Verschaltungen der beiden Schalter und der beiden Lampen hergestellt. Jetzt kommt ein Trick, wir benutzen nicht einfache Umschalter, wir benutzen doppelte Umschalter. Das ist ein Kippschalter, der kann zweimal getrennt umschalten. Deshalb hat er 6 Kontakte. Und damit kann er 2 verschiedene Funktionen erfüllen. Den einen Umschalter benutzen wir, um den Pulsgeber für den Drehwähler zu triggern. Und den anderen, den benutzen wir, um die Logik zu permutieren. Das heißt, wir können mit einer Schaltbewegung beide Zwecke erfüllen, ähnlich wie ich es vorhin erklärt habe bei der Enigma-Maschine, wo ein Tastendruck nicht nur den Output triggert, sondern auch durch eine Rotationbewegung den internen Zustand ändert. 500 Lötpunkte später sieht das Ganze dann so aus. Und dann haben wir das Resultat, das verhält sich so. Nicht vorhersehbar. Sie haben vielleicht gesehen, dass in dem Moment, wo ich schalte, manchmal die Birne nur ganz kurz aufblitzt. Das passiert, wenn der Schalter schon umgelegt ist, der Drehwähler aber noch unterwegs ist und die neue Position findet und noch auf dem alten Kontakt sitzt. Genau das gleiche Verhalten hat die Ashby-Box auch. Bei der Ashby-Box ist es aber nicht so deutlich, weil da sind Glühlampen drin, die sind langsam. Und ich benutze hier LEDs und die reagieren sehr schnell. Ja, aber im Prinzip sieht man das in der Ashby-Box auch. Daran kann ich mich noch erinnern. So, Andrea und ich haben uns jetzt überlegt, wir wollen beide uns so ein Ding bauen. Ich habe meinem Masterstudenten gesagt, schau mal, da ist hier vorne ein Scotch-Tape drauf. Wir wissen, das ist 1 Zoll breit. Nimm das mal als Maßstab und guck mal, wie groß die Box ist, damit wir da rankommen. Und dann hat er da ein Modell gemacht und wir haben uns schon mal überlegt, wie man da jetzt beauftragen kann, so eine Aluminiumkiste zu bauen. André in Ohio ist einfach online gegangen und hat sich die erstbeste Kiste bestellt. Und dann kam sie an und hat irgendwie genauso ausgesehen wie das, was er wollte. Und es stellt sich heraus, dass es in Amerika seit den 1920ern eine Firma gibt, die Gehäuse herstellt, Budd Industries. Und das ist wahrscheinlich das Gehäuse, das Ashby selbst gekauft hat.
Ja, das hat er nicht selber gebaut. Zufällig hat er das richtige Ding bestellt. Fast das richtige. Es gibt mit diesen Abmessungen zwei verschiedene Verschlusslogiken, wie diese beiden Schalen ineinander geschoben werden. Er hat es nicht hundertprozentig getroffen. Er liegt ganz leicht daneben letzten Endes. Aber er hat sich dann entschieden, er baut das mit dem, was er gekauft hat. Er kauft sich jetzt nichts Neues mehr. Und er hatte sich in das Gehäuse eingebaut. Ich habe in der Vorbereitung auf den Vortrag heute das Ganze ohne Gehäuse gemacht. Es ist keine Blackbox mehr. Ich wollte erst gedacht, vielleicht eine transparente Box zu bauen. Aber dann habe ich es einfach offen auf den Tisch gelegt und gefilmt. André hat sich das Ganze in eine Kiste eingebaut und das sieht dann so aus. Er hat sich auch einen Drehwähler gekauft und hatte den Nerv als erste Amtshandlung, das Ding in Schraubstock einzuspannen und diverse Teile abzusägen, dass die in die Kiste passen. Das könnte ich mit meinem, glaube ich, nicht übers Herz bringen. Er hat dann letzten Endes aber alles da reingekriegt und das Ganze sieht dann so aus. Was ich natürlich in dem Zusammenhang nicht verschweigen darf, ist, dass Heinz von Förster insbesondere mit diesem Gerät und mit der nicht trivialen Maschine eine Gesellschaftskritik ausübt. Ja, es geht darum, die Idee der Vorhersagbarkeit, der trivialen Determinismus zu unterminieren. Im Wissenschaftsbetrieb, Naturwissenschaften insbesondere, die Idee des reproduzierbaren und vorhersehbaren Experiments, aber auch in der Erziehung, die Idee, dass Kinder dazu erzogen werden, korrekte Antworten verlässlich zu geben. Das wird alles mit dieser Entwicklungsgeschichte in Frage gestellt. So, und dann haben wir hier eine Gegenüberstellung des Originals und des neuen Geräts. André hat auch Glühlampen ergattert und aufgrund dieser magischen Zahl 52 denke ich, wir haben da eine heiße Spur entwickelt. Ein weiteres Indiz dafür, dass wir wohl diese Blackbox gut geweißt haben, sind die beiden Schrauben auf dem Deckel oben. Die tauchen bei beiden auf, einfach aufgrund der Bauweise des Drehwählers und die einzige Position, wie er da rein passt. Das war so nicht geplant, aber wenn man sich das anguckt, dann gibt es da eine ganz, ganz deutliche Parallele. So, zur anhaltenden Relevanz der nicht vorhersehbaren Maschinen und im Falle des Homöostaten, auch der spontanen Maschinen, geht das dann weiter. An der Architectural Association hat Gordon Pask eine Reihe von Installationen und Geräten entwickelt, teils künstlerisch, teils auch um Lerntheorien zu manifestieren. Das hier ist ein Ausstellungsobjekt, das heißt Colloquy of Mobiles. Durch verschiedene Licht- und Tonsignale konnten Besucher dieser Ausstellung mit diesen beiden Körpern interagieren. Die konnten auch miteinander interagieren. Und wenn keine Interaktion stattfand, nach einer gewissen Zeit, war diese Installation gelangweilt und fing an, aus sich selbst heraus sich zu bewegen und einen Prozess zu initiieren. Und ich denke, das geht auf Ashby zurück. Ebenfalls an der Architectural Association hat der britische Architekt Cedric Price dann ein Projekt entwickelt, das ist niemals gebaut worden, aber in der Geschichte der digitalen Architektur ganz wichtig und oft zitiert. Das ist das Generator Project, ein Veranstaltungszentrum für Tanz und Theater. Das besteht aus Containern und die Container können nach Bedarf rekonfiguriert werden. Da ist ein Kran vorgesehen, der diese Container dann umgruppiert, um an eine gewünschte Funktion anzupassen. Und hier ist vorgesehen, dass wenn dieses Gebäude eine Zeit lang nicht umkonfiguriert wird, dann ist es gelangweilt
und konfiguriert sich selbst um. Ja, wir haben sozusagen das Konzept von Spontanität in einem gelangweilten Gebäude hier zum ersten Mal. Und damit ist das ein ganz wichtiges Projekt, obwohl es nie gebaut worden ist. Und da mitgearbeitet haben John und Julia Fraser, die auch, John hat auch bei Gordon Pusk studiert, ebenso wie Ranulph Glanville, der darauf aufbauend die Kybernetik zweiter Ordnung ganz maßgeblich weiterentwickelt hat. Einer seiner wichtigen Beiträge auf der Basis von Ashby ist Glanvilles Folgesatz zum Gesetz der erforderlichen Varietät. Er präzisiert das Ashby'sche Gesetz wie folgt: Um effektive Kontrolle zu ermöglichen, müssen beide Seiten des Kontrollverhältnisses dieselbe Varietät haben. Hier wird Zirkularität konsequent zu Ende gedacht. In einem wirklich zirkulär-kausalen Verhältnis lässt sich kontrollierendes und kontrolliertes Element nicht mehr voneinander unterscheiden und deshalb müssen sie die gleiche Varietät haben. Glanville geht es hierbei aber gar nicht um effektive Kontrolle. Vielmehr geht es ihm um das Vermeiden effektiver Kontrolle. Er wendet das Ganze jetzt nämlich an, nicht im technischen Gerätebau, sondern im zwischenmenschlichen Prozess und im kreativen Prozess. Und hier geht es eben um das Vermeiden von Kontrolle in menschlicher und gestalterischer Interaktion. Die Tatsache, dass wir unterschiedliche Konzepte und Begriffe haben, die Tatsache, dass wir einander missverstehen, sagt Glanville, ist genau das, was wir brauchen, um zu lernen und um zu entwerfen. Deshalb ist effektive Kontrolle in diesem Kontext für Glanville gar nicht interessant. Ich habe das hier illustriert mit der Idee einer Auseinandersetzung zweier Personen, die unterschiedlich detaillierte Farbbegriffe haben, aber das lässt sich natürlich auf beliebige Inhalte anwenden. Und damit legt Glanville das Fundament für die Design-Kybernetik, die wir in diesem Jahr mit dieser Herausgeberschrift versucht haben zu konsolidieren. Hier geht es um zirkulär-kausale Entwurfs- und andere epistemische Prozesse, die nicht unmittelbar zielorientiert sind. Ganz im Gegenteil, diese Prozesse sind dann erfolgreich, wenn wir in ihnen verloren gehen und an Stellen ankommen, derer wir uns zu Beginn gar nicht bewusst waren. Diese Prozesse sind weder kontrolliert, noch sind sie Gegenstand gegebener Varietäten. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den technischen Systemen. In einem technischen Kontrollsystem ist der Prozess Gegenstand der Varietäten. Im zwischenmenschlichen Prozess ist die Varietät verhandelbar durch Lernen und Kreativität. Das ist das Verhältnis umgekehrt. Wir entwickeln Konzepte, Verständnisse durch Missverstehen und durch Konversation in zirkulär-kausalen Prozessen. Im Entwurfsprozess, wie ich das hier andeute, kann man das mit einer anderen Person machen, mit einer anderen vorgestellten Person. Aber man kann das auch mit Stift und Papier machen, indem man etwas skizziert und dann vielleicht nach ein paar Augenblicken die Skizze auf den Kopf dreht und man entdeckt etwas, das man gar nicht intentional externalisiert hat und nimmt das dann als Inspiration im Prozess auf. Auch hier hat A einen Einfluss auf B und B hat einen Einfluss auf A. Das Ganze geht auch mit Technik. Im Modellbau geht das auch. Und interessanterweise eignen sich hier viele der Begriffe der technischen Kybernetik erster Ordnung auch, um weiterhin in diesem Kontext sich theoretisch auseinanderzusetzen, maßgeblich auf Basis des Varietätsbegriffs, ja, wo es eben nicht darum geht, requisite variety, erforderliche Varietät anzugleichen, sondern diesem Zustand bewusst auszuweichen, da wo es angemessen ist. So, noch ein paar offene Fragen. Ashby hat den Varietätsbegriff für zählbare Maschinenzustände formuliert. Er hat mit diesen Maschinenzuständen versucht, Geisteszustände zu modellieren, im weitesten Sinne. Und jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob Geisteszustände zählbar sind. Wie dem auch sei, wir wenden den Begriff Varietät informell auch auf kontinuierliche Größen an. Ja, das macht schon Sinn, zum Beispiel den Stimmumfang von Vokalisten im Sinne von Varietät zu vergleichen, ja, oder das Verhältnis eines Stimmumfangs zu einer Komposition. Das funktioniert. Aber zählbar ist diese graduelle Varietät nicht.
Und dort, wo zählbare Varietät auf graduelle Varietät treffen, ist es schwer, Vergleiche anzustellen. Das ist unsauber. Ob das aufgelöst werden kann, weiß ich nicht. Aber es wäre schön, wenn man das aufräumen könnte. Das ist ganz ähnlich zu der Problematik digital und analog. Und was gewinnt man und was verliert man dazwischen? Das ist sozusagen eine Baustelle, wo sicherlich eine Doktorarbeit zu schreiben ist. Dann wird der Begriff der Varietät informell auch auf Menschen und menschliche Kommunikation angewendet, etwa im Hinblick auf Umfang von Wortschätzen. Wir können zum Beispiel Kommunikation zwischen Kindern und Erwachsenen als Aufeinandertreffen unterschiedlicher Varietäten beschreiben, indem Erwachsene ihren Sprachgebrauch vielleicht einerseits einschränken, um Kindern gegenüber verständlich zu sein, aber andererseits vielleicht Kinder auch gezielt überfordert werden, um ihren Spracherwerb zu fördern. Aber da kann man zumindest prinzipiell vorgehen, als könnte man da etwas zählen. Und das funktioniert ganz gut und in meiner Erfahrung recht intuitiv, ja, diese informelle Anwendung in der nicht mechanischen, sondern in der menschlichen Domäne. In seiner Fortführung ist das aber letzten Endes ein Missbrauch des Varietätsbegriffs. Im Sinne Ashbys ist das sicherlich nicht. Wenn wir zum Beispiel einander hinsichtlich Entwicklung, Kultiviertheit und so weiter beurteilen, im Sinne höherer oder minderer Varietät, dann verlassen wir damit den Kontext quantitativen Messens und Zählens und beginnen einander qualitativ zu bewerten. Und dann haben wir es mit einer ethischen Herausforderung zu tun. Und man muss sich dieses Missbrauchs des Varietätsbegriffs in dem Fall, wie ich meine, Bewusstsein. Das ist ganz analog zu dem, was mit Shannons Entropie und Komplexität passiert ist. Shannon hat, als er seine Komplexität und seine Entropie formuliert, hat er ganz explizit gesagt, das ist nur für technische Geräte. Hier geht es nicht um Bedeutung. Und dann kommen Jahrzehnte Anwendungen auf Bedeutung. Das gleiche Risiko haben wir mit dem Varietätsbegriff auch. Gut, zum Abschluss noch ein Gedanken von Fred Turner. Der kommt so ein bisschen aus der kybernetischen Ecke, macht das aber nicht explizit. In seinem Buch The Democratic Surround bringt er eine Kritik an einem Merkmal unserer Kultur an, einem dominanten, managerhaften Kontrollmodus. Ja, ich übersetze das mal, der managerhafte Kontrollmodus, der unsere Kultur heute verfolgt. Ein Modus, in dem der Mensch frei ist, seine Erlebnisse zu wählen, allerdings nur aus Menüs, die von Experten vorbereitet wurden. Ja, das können Sie auf beliebige Bereiche anwenden, vom IKEA-Katalog zum Pauschalurlaub. Entscheiden Eliten, was für uns sicher und legitim ist. Und wir dürfen uns sozusagen die Toppings auf unserer Pizza aussuchen, aber wir haben keinen Zugang zur Küche. Wir verlieren die Möglichkeit, Varietät zu verhandeln, sage ich jetzt, sagt nicht Turner, aber auf der Basis von Turner. Wir haben eine kulturelle Tendenz, die es uns unmöglich macht, Varietät zu verhandeln. Und dabei wird die Black Box zum Machtinstrument. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.